Hallo Freunde, hier sind Aslan und Gob bei Big Reacts, powered by Omen. Und ja, wir sind heute für euch da und werden mal ein bisschen auf unser Spiel von VCT gegen Wild reagieren. War ein krasses Game, weil ja, wir haben beide Teams haben das erste Spiel verloren. Und ja, da ging es sozusagen schon um alles oder nichts. Und da wir das am ersten Tag einen Katastrophentag hatten, war das sozusagen unsere Chance, ein Comeback zu machen. Und wir springen mal einfach rein, würde ich sagen. Wir hatten so oft sehr schlechten Start in diesem Turnier. Und da waren wir aber auch noch nicht richtig im Turnier da. Ne? Man hat so gemerkt, das ist noch nicht unser richtiger... Also wir haben vor dem Turnier sozusagen große Erwartungen gehabt, weil wir haben echt sehr, sehr gut gespielt. In den Practice, wir haben uns gut gefühlt, wir haben uns gefühlt, als ob wir abgesteppt haben, weil wir so, super viele VOD-Review gemacht haben. Unser Overall-Verständnis ist, hatte sich erhöht. Killjoy wird B sein und erinnerst du dich, ich habe sogar diesen Turret gepinkt gehabt einmal, weil wir wussten, dass er dieses Setup hat. Und wir wussten, dass wir B splitten müssen, aber uns langsam, deswegen haben wir uns die Wall aufgespart und den sozusagen ganz, ganz langsam ausbluten lassen. Ja, das haben wir gut gespielt. So, da kommt ein Reveal rein, wir wissen jetzt ganz sicher, dass er da ist. Und jetzt, Assa, machst du gut, hier nur so ein bisschen Nerven und Refrag für Nico. So. Die können den Reveal nicht ausnutzen, weil wir die CT-Base gewallt haben. Und ich stecke jetzt schon gut in die Lobby zurück. Das ist ein sehr, sehr gut gespielt von uns. Das ist einfach nur, das ist halt die Stärke von unserem Lineup oder von uns überhaupt. Wenn wir die Informationen haben, machen wir oft die richtigen Call, wenn wir da nicht sterben. Und das müssen wir halt nur den Afterplan. Ich denke, Nico, gute Ulti. Ich spiele jetzt auf Time und krieg einen Frag. Ja, du bist low aber jetzt, ne? Ich bin low, aber dash weg. Oh, bist du reingedasht? Nee, weggedasht, also. Aber, ach so, ja, in Sicherheit, sehr gut. Ja. Dann habe ich aus der Lobby 2 Kills gemacht. Letzter hatte minus 120. Und er wirft jetzt noch so eine Billow Flash. Die Keine sitzt Chance. Nicht und Alex. 19 Sekunden. Wir haben sehr, sehr gut gelernt, wie wir in diesen Szenen eigentlich den Gegner ganz, ganz langsam ausbluten lassen. Das ist das wichtigste Duell. Nice, Bishop gewinnt es. Wir lassen uns auch sehr gut Zeit. Ja. 10 Sekunden und wir denken, wir haben 40 Sekunden noch. Ja, ja, 8 Sekunden, alles gut. Ich lege inzwischen, ja, ja, alles gechillt. Das ist halt ein Skill. Und jetzt guck mal, wie schnell das vorbeigeht. Das können wir uns auch mal angucken hier. Weil die werden alle ein bisschen aufgeregt. Und man sieht hier, Nico ist in der Mitte irgendwo gestorben, hier im Lurk. Das sieht man gleich. Und das ist ja eigentlich das Richtige, was er macht. Er wird leider gefragt, hat den Gegner sozusagen minus 80 gegeben. Aber wenn er den Frag da holt, dann gibt es keine Rotation mehr. Dann können wir die ganz locker ausbluten lassen hinten. Das haben wir gelernt. Da hast du einen Schuss verschossen, Aslan. Habe ich gesehen, kein Problem. Wir reden darüber nicht. Auf, Dings, keine Sorge, ich mache dich da nicht nieder. Und dann geht auf einmal hier jeder down, weil... Die denken jetzt, oh, schnell, 7 Sekunden, Hasser, rennen, ich brauche Hilfe hinten, da und dann zack. Und er ist Startup, Free Frag und 1-on-3, easy. Der kann die Runde jetzt nicht mehr gewinnen. Guck, und Nico hat jetzt zum Beispiel... Wieder das. Genau, wieder das ähnliche Duell, aber jetzt wussten wir, hey, Moment mal. Sind die nicht alle offside? Ja. Wir gehen jetzt zum A. Boah. Bishop hat wichtige Kills gehabt in dem Game. Hier noch so zum Mitnehmen von Nico. Hier saven die jetzt schon, oder? Die kommen ja, gar nicht. Die warten, zusammen. Die merken so, verdammt, Mann. Stirbst du hier? Ich glaube, du stirbst nein, auch hier. Ich gammel, Alter. Ich gammel. Ich habe so ernst gespielt, weil ich wollte nicht throwen. Weil ein Kill und dann wer weiß, was dann passiert. Der ist tilt. Der ist tilt, der wirft seine Ulti einfach weg. Der hat sie einfach weggeworfen. Boah, das ist Katastrophen. Junge, wenn du das als Mate siehst, fragst du dich doch ab. Natürlich. So einer auf A, warum? Weil was, wenn wir nochmal kommen? Und ja, also so, der macht einfach nur Exit dann. Ja. Das ist auch Geld. Also das ist auf jeden Fall nicht gut, Freund. Das solltet ihr nicht machen. Macht das nicht, Mann. Allein für eure Teammates, damit... Oh, warte mal, Nico. Nico cheatet die hier weg, Mann. Machen, ne? Hättest du früher gedacht, dass Vorbereitung so viel ausmacht? Also ganz früher, bevor du so mit uns gespielt hast. Ja, schon, aber nicht so viel, wie es sich gezeigt hat, tatsächlich. Also nicht so viel, ne? Hättest du gedacht? Es sind auch die kleinen Sachen, man muss die nur nerven, ihre Lieblingsposition stören. Du und das merkst macht dann, das schon, ne? Ja, das merkt man direkt, weil dann sind die Gegner uncomfortable. Ja, das merkst du, die müssen ne? dann andere Posi spielen, was sie nicht so mögen und das ist key. Das sind kleine Sachen, aber die machen übertrieben viel aus. Ja. So, Aslan, jetzt sind wir wieder da, wir haben wieder mal beide Pistols verloren und müssen jetzt wieder Eco machen. Das ist dieses, kennt ihr diesen Meme, GTA? Oh shit, here we go again. Erinnerst du dich an den Gameplan? Ja, genau. Wir hatten den Gameplan, wenn sie nicht Mitte smoken, wenn Mitte nichts kommt, dann versuchen sie mit Kayo, Sova, was halt sehr stark ist, Seiten zu exploden. Und wir haben jetzt nicht einen Killjoy, die gut aufhalten kann und so. Deswegen passt es auch gut gegen unser Lineup.
Jetzt kommt der Go. Ich bin schon mit dem wichtigen Frag. Ja, ich bin schon CT ready, aber ich bin gesmoked. Diesmal hatten wir sozusagen ready. Mein Reveal kommt durch. Reveal 400 Leute. Wir spammen ein bisschen. Alle sind jetzt ein bisschen low AP, aber sie haben keinen Heal, ne? Muss man auch sagen. Jetzt fadet die Smoke am CT. Ich mache Frag Bash weg. Jetzt kommt Nico nochmal vor. Ja, und Nico gibt Gas. Wenn Nico W und Maus 1 drückt, dann müssen alle down. Beten. Alle Religionen anbeten. Schau mal, wie schnell wir am A sind. So, Drohne kommt. Ich fresse die Drohne. Ich fresse jetzt das. Ich Michael Jackson hier ganz kurz, ne? Ja, Moonwalk-mäßig. Moonwalk. Dodge du. Oh. Oh, sehr gut. Jetzt hole ich B-Kontrolle mit AWP. Aber Alex himself hat gesagt, das ist die Runde, wo ich Wein gehe. Hat er gut gehittet. Und wie man hier sieht. Entschuldigung. Mit der Spectre und dann noch mit der Classic. Ja, und so cool, wie das aussieht hier. Das ist eine gute Kameraführung. So, zack, zack. Jetzt macht er hier so Abfuck und jetzt denkt er so, nein, ich habe ihn. Und dann nein. Alles. Er dodgt damit die Ulti und ist weg. Und was halt sehr Gutes ist, da kriegt er direkt hier die ganze Beauty. Heals. Den habe ich nicht auf dem Schirm. Er war aber schon zweimal, das hätten wir besser kommunizieren müssen. Jetzt versuche ich was, sterbe dabei, aber es macht keinen Unterschied, weil jetzt gleich werde ich wieder gerest. Das ist eine sehr gute Flash und der Typ, ich sag so, jetzt bin ich wieder da. Er ist im Pool, er ist blind. Mhm. Das sah sehr witzig aus und dann habe ich den auch noch gescoutet. Und ich dash vor und er war free frag. Ein gutes Gesicht. Ja, und jetzt ist es eine unmögliche Runde zu gewinnen und erste Map sind wir leider draußen. Weil Hussar ein sehr gutes Spiel hatte. Achso, und ich versuche jetzt hier ein bisschen Chip-Schaden zu machen. Ich denke, mein Reveal kommt auch durch. Der kommt durch, ich kann damit leider nicht spielen. Wir machen so beide, wir machen so drei Spieler low. So man sieht jetzt da oben drei Leute low. Nico tötet einen. Nico kann den zweiten. Wichtig von Nico. Ja, aber wir wussten noch, dass zwei Leute Minimum low sind. Das war das Gute. Und jetzt muss sozusagen Alex das Duell gewinnen, dann haben wir eine Chance. Alex gibt ihm Gesicht. Guck mal, er hat auch 3 HP nur. Jeder ein HP gefühlt. Bishop gutes Gesicht. Noch ein Gesicht. Und so, zack, ich sag an, ey, 12 Bullets. Damit er weiß, wie viele Bursts man hat. Das ist manchmal echt, wenn man dann nur 6 hat, dann hat man nur 2 Bursts. Zwei Chancen, ja. Aber ich glaube, das ist eine der wichtigsten Runden im Spiel. Nico hat da gut für mich abgelenkt und ich habe halt die beste Position für die Autoshotgun jetzt. Und noch ein. Man sieht auch das ganze Blut, wie das so. Und jetzt nur noch heißt es nur noch abfangen und guck mal, wie elegant ich den Shocktart hier dodge, zack. Und dann Nico kommt und hilft dem Daddy. Du deckst jetzt vom Spot auf der rechten Seite Hooker das und er deckt von lang decken. Nein, du deckst das. Ich deck Hooker und er muss lang decken. Ja, genau. Beste, ja. Das ist der bessere T-Play. Wenigstens ein paar Sekunden und dann. Aber Bischof spielt das wie eine 1. Aber in dem Spiel denke ich, dass du, wenn du diffust und loslässt, kannst du zu schnell schießen. In CS ist es nicht so. Echt? Weil guck mal, der hat nur ein Bullet gemisst und er hat dann erst losgelassen. Ja. Ich habe hier nicht genau verstanden, was abgeht. Also von Bischof. Genau, aber was wichtig ist, was macht man, wenn du nicht genau verstehst, was abgeht? Ich bleib cool und halte einfach. Genau, du hältst einfach eine Seite und sagst dann, was du hältst. Und dann haben wir hier versucht zu sagen, Aslan, du sollst vorgehen, damit er ressen kann. Ist okay, das dauert ein bisschen länger dann, aber... Bishop, fettes Gesicht. Und fette Runde. Da hat Alex nicht so schnell gerafft, dass du CT rein bist, weißt du? Das hat er nicht so richtig im Auge, weil dann hätte er nicht dahin geaimt. Ja. Und dann hätte er den Kill gemacht. Jetzt mach ich CT den Frag. Deswegen hast du den CT-Frag gemacht und machst den auch noch. Den mach ich auch noch. Ja, Mann. Aslan Aslanovic, Alter. Da, man sieht, der Viper ist auf dem Truck und der wird... Boah, ist das aufgegeben oder ist das aufgegeben in dem Moment? Gucken wir mal. Das ganz ist kurz. So gut von uns gespielt. Aber das haben wir vorher noch nicht gemacht. Der Typ wartet auf ein Reveal, den. So ein Reveal wird Gobelante natürlich ganz selten nur schießen, der sehr, sehr guckt useless ist. Guckt euch das mal an, der ist hier. Da gesperrt. Slow. Aber da wirfst du doch noch irgendwas oder so. Ja. Also, er war so gebrochen. Off-guard, ne? Hat er jetzt sich umgesetzt zu seinem Coach und so gemacht, so. Und Buch dann, aufgemacht, steht nichts drauf. Steht. Anti-Gobbt und was auch immer. Weil jetzt spielen wir zum ersten Mal sozusagen Anti-Abi auf Spot. Anti-Abi, also der Viper, der immer auf dem Truck am Arsch spielen Gucken wir uns mal an, so da ist er jetzt. So, jetzt wieder gepult. Und guckt euch das mal jetzt an. Und da kommt ein Schockdart und jetzt ist der Tilt. Mach nochmal zurück. Er wurde nicht geschockdart, das war aber nicht, also das war egal. Also wir wussten, dass wenn er vielleicht hier ein bisschen so das nicht genau sieht, da hätte vielleicht noch einer kurz schießen müssen. Aber das Schöne ist, wie er jetzt dahin guckt. Ja, er so. Denkt sich und jetzt dreht er sich auch wieder zu seinem Coach, ne? Ja, genau so. Ich denke, dass niemand Lamps sein wird, weil wir eine Brimstone-Ulti hatten. Mhm.
Und da wir woanders geultet haben, habe ich einfach drauf gespielt, ey, der wird nicht Lamps sein, weil der muss ja erstmal raffen, dass wir nicht Lamps geultet haben. Ja, ja. Und dann kann ich da schon mal schneller sein, als jetzt erwartet. Und dann sieht man gleich, dass ich zwei gute Frags deswegen mache. Zack, den ersten. Mhm. Und dann mache ich einen guten Reveal. Zwing den sozusagen genau sehr in meinen Crosshair und dann spiele ich safe. Und ich halt gerade mit der AWP die also Bank die rechte Seite, ja, ja, diesen Reaggress gerade. Weil gleich die Wall faded. Machst du den Kill? Ja, klar. Boah, das ist gut gespielt, Mann. Das ist sehr gut gespielt. Aber hier war ich dann zu greedy. Ja, hier warst du dann, Gob wollte ein bisschen safe spielen und dann kommt Aslan. Und dann kassieren wir beide Überholungsfehler. Aber gute Molotov noch. Der badet ein bisschen da drin. Mhm. Guck, er kann nicht mal mehr seine Ulti richtig benutzen. Er ist übertilt, Mann. Wir haben sehr gut gespielt. Ja, und dann... Nico wirft ihm noch so einen Stimpeken, so auf Disrespect auf seinen Weißt Kopf. Weißt du, wo der Stimpeken auch den Gegner gestimmt hat? Boah, ich mache hier einen wichtigen Frag. Ich ja, entscheide mich hier rechten. Oben hinzugehen, genau, und ich flick ihn der einfach hier. So. Boah, das ist ein amazing Kill. Und jetzt machen die wieder Defender-Ulti und wir entscheiden uns in Richtung A zu gehen. Hier machen wir jetzt, Nico wird ein bisschen auf Guard gecatcht, ich gebe ihm so ein bisschen Gesicht durch Wand. Oh, wichtiger Refrag. Und ich change meine Pose, weil ich den oben noch gescoutet hatte. Und dann sage ich so, ich muss auf Timing gegen CT gehen. Jetzt merke ich so, jetzt wird das Timing sein, gib dem Gesicht und Alex hält sehr gut. Unterm Heaven. Ja, das haben wir sehr gut gespielt. Ich bin alleine am A, jetzt splitten die mich am A. Ich muss mich entscheiden. Ich treffe nicht direkt Headshot, aber ich mache einen und dash weg. Hol noch ein bisschen Zeit raus für Rotation. Ja, das ist genau jetzt dieser. Diesen Frag hast du sozusagen rausgeholt. Ja. Und dann war schon alles klar. Ich habe durch den Dash auch noch gesehen, wie viele am A waren. Lobby. Aber was passiert jetzt? Weißt du noch? Oh. Nicht die Szene. Das war so. Also das hat fast unser Herz gebrochen. Ja, weil er stirbt hier, ich kann hier nichts machen. Und Alex ist sozusagen dann auch, also das sind gute Shots, aber weil der Erste nicht richtig scoutet und sich timen lässt, passiert das. Aber wir haben Nico und der hat in diesem Spiel amazing Clutches geholt. Das ist einer der wichtigen. Wir brauchten die Runde, wenn wir die Runde nicht hätten, wäre alles verloren. Alles verloren, glaube ich auch. Und jetzt fängt's an. Ja. Jetzt sind sie ein bisschen tilt, jetzt blocken wir den A. Das ist genauso zack, der Turret ist dead. Wir wussten, dass das Key sein wird. Der will hier aufs Duell gehen, der kassiert jetzt Pre-Fire-Gesicht von mir und du bist auf einmal im Off-Angle und killst ihn. Kannst den nächsten ein bisschen dodgen, killst ihn auch. Und heal, heal. Dann wird hier geschrien. Und was geil ist, ich habe letzte Runde meine Ulti eingesetzt, 3K gemacht und habe jetzt wieder den Orb bekommen. Das heißt, ich habe wieder 4 von 7 und das ist halt über Key auf dieser Map. Dass ich schon wieder fast Ulti habe. Wenn ich jetzt noch einen Kill mache, schönes Gesicht. Ich habe da noch den dritten auch noch. Und den vierten. Sehr guter A-Hole von uns. Und man sieht jetzt zum Beispiel, ich bin wieder 6 von 7 zum Beispiel. B, Stress mit genau, Ulti. Genau, genau. Wir bleiben aber jetzt aber gehen cool. Die Arc und ich bin richtig weit offensiv mit Dash. Genau, weil du Dash hast und das und du weißt, dass sie dich nicht mehr kriegen können. Leute, ich habe hier Phantom und die am Wendel. Ich sehe ihre Schüsse, die sehen nicht meine aber Schüsse. Aber man sieht so ein bisschen, wie du hier diesen Schuss nochmal dodge. Guck mal jetzt. Schuss und du gehst so ein bisschen nach rechts unten. Und die denken natürlich, dass du in Richtung Spot weggehst. Ja. Timing. Und hier sage ich ihnen, ey, alle auf der linken Seite, damit er so... Es war ziemlich sicher. Nico gibt den ersten, Nico gibt den zweiten und Nico gibt den dritten. One-on-three, wir rasten total aus. Wir sind richtig ausgerastet. Weil wir haben ihn angeschrien. Wenn er nicht 2 Meter groß wäre, hätten wir ihn hochgehoben und so. Ja, es sind wahrscheinlich alle im Spot. Jetzt werde ich gerest. So, jetzt haben die Probleme, weil wir haben noch Race-Ulti. Mhm. Die jetzt aktiv ist, die jetzt eingesetzt wird mit deinem da Dash gesamt, für ihn. Mach den AWP. Boah, machst den noch, ich mach den nächsten. Boah, ist ja von dir amazing gespielt. Ich bin auch nicht extra oben geflogen. Ich nice. Bin direkt damit runtergedockt. Damit du runter, verstehe. Damit ich sogar, also gegen alle Spieler, die sollen alle auf mich fokussen, aber mich nicht killen können. Jetzt gehe ich heaven. Wenn sie einen oben Smoke einsetzen, bist du hier. Easy Frag. Jetzt re-peak ich nochmal auf 3 ein bisschen. Aber der ist schön, der Frag. Und dann dich jetzt direkt geh ich noch mal, ja, jetzt gehe ich nochmal ganz schnell zum A und versuche Nico zu helfen. Ich finde hier aber keinen mehr. Jetzt sehe ich aber, ihn habe ich gesehen, den oben. Ja, den hast du crossen gesehen und gehst einfach hinter ihm. Ich gehe einfach dreist hinter ihm her. Boah, Nico steht schöner Schuss, gegen aber links. Jetzt war ich aber so mal, in meinem Film. Safe, aber. Ja, jetzt war ich in meinem Film. Weiß nicht, ob du da früher rumgegangen wärst. Jetzt habe ich so meine Shorty hier rausgeholt und habe ihm minus 90 gegeben mit der Shorty von oben. Nice. Und so, jetzt kommt die letzte Runde. Was gut ist, ich hatte wieder Ulti in der letzten Runde. Wir wussten, dass sie nicht so viel Geld hatten. Wir hatten die Runde. Und hier, ich weiß nicht, was hier da oben gemacht hat vom Gegner, aber er tippt da einfach. Und Nico macht 2 Frags, macht aber 2 Frags. Gelangt. Er wird leider gelangt. Aber es ist, die Runde ist eigentlich gewonnen. Aber was passiert? Res into. Kill. Wir wollten eigentlich das killen, aber wir haben ihn nicht bekommen.
Aber Alex durfte, da muss unkillable sein am Heaven. Ja, das stimmt. Das ist der entscheidende Kill. Er muss da so jiggeln, dass er unkillable ist. Boah, aber er hat ein fettes Gesicht, glaube ich, auch bekommen. Und ich stehe immer noch A, weil die ulten jetzt am B. Und ich denke mir, weil Bishop keine Steps hört, denke ich mir, vielleicht kommen sie A. Ich stehe einfach mal A. Ja. Ich spiele 1-1 und hoffe noch Fehler. Aber das war eine gute Wall von Bishop. Ja. Und wir haben ihn jetzt hier gebraucht. Wir haben einfach eine individuelle Szene gebraucht. Er macht hier ist noch Spots. Weltklasse hier gespielt. Er zeigt einmal seinen Kopf. Ja, und dann preempt er ihm. Jetzt bleibt er cool und jetzt verradigt er ihn. Bam! Und One-Shot Dead. Und wir sind amazing. Absolut ausgelastet. Wir sind richtig ausgelastet. Weil das war wichtig, weil wir dann im Turnier drin waren. Ja, ab dieser Hälfte war ich absolut drin. Ja, wir hatten auch Momentum und alles. Jetzt läuft es gut. Also unser Resümee war auf jeden Fall, das war sehr wichtig, dass wir die Vorbereitung hatten. Wir hatten sehr viele gute Reads. Es war individuell am Anfang nicht unser bestes Spiel. Mhm. Wir hatten viele Probleme. Wir standen 5-1 in Pistols, also gegen uns. Also wir haben eine Pistol out of 6 gewonnen. Aber dennoch denke ich, dass die Vorbereitung das am Ende entschieden hat und wir dann durch individuelle Entscheidungen und Performance ins Turnier wirklich reingekommen sind. Und danach hatten wir so einen kleinen Run. Was denkst du, was so das Wichtigste war? Ja, das Wichtigste war, dass wir uns nicht runterkriegen lassen haben. Wir haben das erste Game verloren. Danach im Lower Bracket die erste Map verloren und dann sind wir aber gekommen und wir haben uns halt... Wir haben nie den Glauben verloren, das war glaube ich key, ne? Genau, das war auf jeden Fall key. Wir wollten unbedingt weiterkommen und es hat auf jeden Fall geholfen. Ja, danke fürs Zuschauen und schalt beim nächsten Mal auch wieder ein. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.